Gehen wir dann kurz auf die Gemeinde, Herr Bürgermeister, zu Axel, die wir gleich. Na, ihr seid so alle eifrig bei der Sache, gell? Ja. Ja? Bist du der Kleinste? Die Kleinste? Ja? Ja? Schatz. Was machst du? Und du? Kasper? Wie viele Gruppen sind denn da? Drei Gruppen? Das ist so ein kleines altes Haus, ja. Hier, weil ich glaube, einer möchte nicht sagen, die anderen lassen da. Und ich meine, dass die Leute reingehen, sind ja schon. Haben wir das Fräulein Gruber, stimmt das? Ja. Also ich bin dabei seit ich ministriere und das ist seit meinem 7. Lebensjahr. Und ich bin jetzt 13. Aha, jetzt kann man sich ausrechnen, gell? Und heute habt ihr einen schweren Tag. Ja, aber es kalt. Ja. Und wie lange geht es heute? Wie viele Stunden? Seid ihr heute unterwegs? Weiß ich gar nicht. 5 Stunden sozusagen. Geht es heute den ersten Tag? Ja. Dazu sagen, heute haben wir den 5. Jänner. Mhm, 5. Jänner. Und jetzt geht's los dann, ne? Jetzt geht's los. Wie viele Gruppen sind denn da? 4 Gruppen. 4 Gruppen. Wir sind in Personen gerechnet. Wir haben die 15, 16 Personen, ne? Wenn es 4 Gruppen sind. 3x4 sind 12 mit Heiligen Drei König. Und die Sternträger. Und die Sternträger noch dazu. Ja, dann wünschen wir, wie sagt man, gute Unterhaltung und gute Einnahmen. Ne? Wie lange bist du schon dabei? Letztes Jahr. Du musst anfangen, das zweite Jahr. Und das braucht einen Pfalter. Ja, ja. Ich war Maria Brot, sie hat ihn eingebaut, die als König war. Bist du auch nicht einfach dabei? Ja. Schaust du ein bisschen müde, gell? Man muss sagen, jetzt ist 8 in der Früh. Danke. Ja. Du musst ein bisschen munter werden, gell? Da haben wir einen Sternträger. Diese Dinge gibt lächelt so dahin, gell? Auch ein bisschen verschroffen. Ne? Ja. Da ist beschrieben, so meine Zeit ist das auch nicht für wen Früh. Das Geld geht. Ja, das geht um Schutz und Schule für Kinder, Nahrung und Trinkwasser. Da haben wir einen René, das ist die guten Seele der Heiligen Drei Könige. Wie ist heuer die Lage? Ja, es ist ganz gut. Momentan schaut es gut aus, es ist ein bisschen mühsam oft, dass man halt alles organisiert, aber es ist wieder gegangen. Ja, jetzt werden wir uns auf den Weg machen, dass wir weiterkommen. Also. Und die Leute kriegst du zusammen? Es geht, es ist zwar ein bisschen mühsam, aber es geht. Man muss sich halt ein bisschen darum kümmern. Dann geht's. Ja. Und sind es richtige Sternsinger auch noch? Wird noch gesungen auch? Nein, mit Singer, da haben wir leider ein bisschen ein Problem. Also wir reden das, aber es ist im meisten eigentlich nie so gewesen, dass es gesungen wird. Aha. Die Leute wissen das auch, das ist bei uns so. Ich bin froh, dass wir es so machen. Ja. Ja. Und jetzt geht es, glaube ich, einmal jetzt zum Bürgermeister. Jetzt ne? Gehen wir zu meinem Bürgermeister kurz und dann gehen wir so. Ja? Mhm. Gut, bitte, danke. Dann machst du das alte runter. Das alte Pickel runtergeben und das neue draufgeben. Und CMB heißt Christus Mansionem Benedicat. Christus, die Wohnung, Segne. Benedicat heißt Segne, ja? Und oder Kaspar Melchior Balthasar. Gut. Dabei. Alle Jahre wieder, Heiligen Drei Könige Aktion. Ja, also das ist wirklich eine wunderbare Aktion, die die Jugendlichen mit viel Engagement mitmachen. Und es geht darum, erstens mal die Weihnachtsfreude in die Häuser zu tragen und als Antwort wieder die Hilfe, die Spenden der Leute für die armen Länder und für die Jugendlichen, für die Ausbildung und für die Verbesserung der Landwirtschaft, dass sie auch genug zum Essen haben. Dankeschön, und jetzt geht's los, nicht? Jetzt haben wir ca. 8 in der Früh. Ihr seid ja, glaube ich, heute den ganzen Tag unterwegs. Ja, es kostet den Jugendlichen schon etwas Mühe. Wir sind so ca. 6 Stunden unterwegs bis 4 Uhr Nachmittag und zwischendrin bekommen wir dankenswerterweise von guten Leuten ein gutes Mittagessen. Ja, so gehört Nachwuchssorgen habt ihr noch nicht da, ne? Gott sei Dank, also Entschuldigung, das klingt jetzt ein wenig blöd, aber gut, dass jemand krank geworden ist, sonst hätte jemand nicht gehen können. Dankeschön. Dort geht es dann wo wärmen auf? Mittagessen, das ist auch aufgeteilt, ja, da kriegen wir
Meine Gruppe kriegt Spaghetti, das weiß ich auch schon, ja. Das habe ich auch schon gehört. Ja. Ja, das ist dann aufgeteilt. Okay, ist da eh. Das ist alles. Ja. Der Josef kriegt auch gut zu essen, der andere Fuchs. Aha. Mit seiner Truppe, ja. Aha, ja, sonst hätte ich gesagt, wenn nicht irgendwo kalt wird, geht's mal ein. Ja. Habt ihr, bringt ihr was vor auch? Tragt ihr was vor? Sagt ihr was auf? Ja. Ja, das würde mich interessieren. Machen Sie das bitte? Kurz Sternträger bitte. Das ist krass. Auf geht's. Bin ich gespannt. Geht schon. Grüß Gott. Grüß Gott, ihr Leute. Lasst uns ein, wir wollen Weihnachtsboten sein. Im Dunklen strahlt ein heller Stern, der zeigt den Weg zu Herrn. Im Krippler liegt das Kind auf Stroh, wie war Maria froh, da sie hat den Herrn geboren, der als König auserkoren. Super. Wir bringen mit Heilig Grau, Gold, Weihrauch, die wir haben, weil er den Frieden bringt, der Welt und unser Herzen alle hält. Nun bitten wir um Ihren Namen für alle, die recht willig kommen. Dank Gesundheit und Gottes Segen auf allen euren Wegen, und die Glück im neuen Jahr, wünschen Kasper, Melchior, Balthasar. Dankeschön. Wir sind der Kasper, Melchior, Balthasar in der Hohlergasse. Betrachter von der Josef mit seiner Gruppe, das ist. Wer ist das jetzt, oder? Dass ich gleich was gebe, wir werden dann nicht zu Hause sein. Ja. Wegfahren müssen. Okay, ich habe bei jedem für die drei König, nicht, dass er jeder das nicht streitet werden, die drei König. Weißt du, das ist, muss man auch aufpassen. Dankeschön. Bitte sehr. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg. Es ist natürlich heute kalt, aber trotzdem, auch dass ihr das macht, sage ich auch danke, Anerkennung und auch die Begleiter dazu. Was sind für Begleiter, der René? Die Schwarz-Suse Lindor, ich, der Herr Pfarrer und der Axel Scheucher. Ah, sehr gut. Sehr wir gut. Lassen uns nicht bremsen, gell, von der Kälte. Danke fürs Kommen. Und vielleicht noch einen kleinen Hinweis, gell, auch wenn jemand nicht da ist, dann bitte immer die Zahlen ausbessern. Ja, bitte, wir haben uns in der Hohlergasse 48 das ausbessern. Wir sind auf einem Begräbnis und dann sind wir nicht zu Hause. Im Krippchen liegt das Kind auf Stroh, wie war Maria froh, da sie hat den Herrn geboren, der als König auserkoren. Wir bringen mit den Heiland Gaben Gold, Weihrauch, Myrrhe, die wir haben. Er den Frieden bringt der Welt, unsere Herzen all erhält. Nun bitten wir um eure Gaben für alle, die recht wenig haben. Gesundheit, Dank und Gottes Segen auf allen euren Wegen. Und viel Glück im neuen Jahr wünschen Kasper, Melchior und Balthasar.